Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Call of the Sea. Wir machen weiter. Wir haben noch ein bisschen, was heißt ein bisschen, vor uns, glaube ich. Wir haben dieses furchtbare Sternenrätsel gelöst. Und es hat zum Glück nicht so lange gedauert. Ich hätte echt gedacht, ich sitze da ewig dran. Ich hatte anfangs überhaupt keinen Plan. Aber man muss sich eben konzentrieren, glaube ich. Okay, da ist eine einzelne gruselige Tür mit schwarzem Schleim. Was steht da? Falgoven. Da steht, dass auf dem Boden geschrieben mit Blut. Falgoven. Habe ich das nicht in meinen Träumen gehört? Ja, hast du. Oh mein Gott, was ist das hier? Hier geht's aber auch nochmal runter. Aber stockdunkel hier. Was sagt die Tür? Was für ein seltsamer Spiegel. Besteht ja aus schwarzem Schleim. Ich habe das Gefühl, dass er mit mir spricht. So, meine Güte. Ich glaube, ich habe da irgendwas getickert hier vorne. Ich höre Steine. My God. Mein Gott. Oh ja. Was ist das? Nothing that happens here appears to Was hier passiert, widerspricht selbst den grundlegenden Gesetzen der Physik. However, as strange as it may be, aber so seltsam es auch sein mag, es hat eine einzigartige Magie oder so. Was passiert hier? Wie ein Uhrwerk. Oder eine Spieluhr. Harry, ist das du? Harry, bist du das? Oh Gott. Bei mir hängt's gerade. Entschuldigung. Ich hab einen Hänger. No, 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 no. Tell me this is you, Harry. Sag bitte, dass das nicht du bist, Harry. Das kann nicht sein. Oh nein. No, no, no. Nein, nein, nein. What did you do? Warum hast du das getan? Oh mein Gott, God, Harry, nein. Nein, 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 nein. Du hast tatsächlich das Ritual durchgeführt. Du armer Narr. Aber warum nur? Ich verstehe es nicht. Du hast es gewusst. Du hast es gewusst, dass es nicht klappt. Ja, es ist Harry. Du hast gewusst, dass das Ritual nicht klappen würde. Warum? Warum hast du dich nie auf den Thron gesetzt? Du hast das Ritual gar nicht durchgeführt, nicht wahr, Harry? Aber du wolltest, dass ich das glaube. Du hast sogar einen Köder hinterlassen, um mich... Was? Aber warum? Ich verstehe jetzt gar nichts mehr so richtig. Falkoven haben wir als Volk bekommen, das ist ganz toll. What really happened? Was? Lord Cassandra war mit dir in diesem Heiligtum. Wenn du also nicht tot bist, dann muss sie es sein. Das war Cassandra. Er hat das Ritual nicht durchgeführt, sondern Cassandra. Sie. Hör mal ihren Blick an. Wie gruselig. Aber wo ist er dann? Wo ist Harry? Hat sie doch den Dolch benutzt, um die Tore zu öffnen und das Ritual durchzuführen? Du hast versucht, sie aufzuhalten, aber es war zu spät. Sie hat dich mit deiner Waffe niedergeschossen und zum Sterben zurückgelassen, nicht wahr, Harry? Oh. So war das also. Weil Cassandra ehrgeizig war und vor ihr nicht zurückschrecken würde, um die Geheimnisse ihrer aufzudecken. Und die Insel hat ihren Wissensdurst noch
geflügelt oder so. Ich habe keine Ahnung. Es geht manchmal so schnell, es tut mir so leid. Sie hat das alles auf eigene Faust dann gemacht. Sie hat sich das Messer geschnappt, deswegen das leere Buch. Ihr Blut. Da sind die Bilder nochmal zu sehen. Kamera. Es sind was, Kamera. Ich habe es jetzt gemacht. Du hast deine Zweifel, ob das Ritual funktionieren würde. Aber was mit Cassandra geschehen ist, hat diese Zweifel bestätigt. Das Ritual war nicht für euresgleichen. Da ist sie. Sie sitzt auf dem Thron. Mit der Spieluhr. Und hat das bekommen, was sie verdient hat. Ja, was sie wirklich verdient hat. Das Ritual war nur für meinesgleichen gedacht, aber du wolltest es nicht wahrhaben, bis die Insel direkt mit dir gesprochen hat. Falkhofen. Sie ist unsere Tochter. Da hast du begriffen, was mir drohen würde, wenn ich hinterherkomme und das Ritual vollziehe. Ein langsamer und qualvoller Tod. Also ich musste das Ritual vollziehen, sonst wäre ich gestorben. Okay. Da steht er. Da ist der Spiegel. Er hat mich gesehen im Spiegel und hat gewusst, ich muss das machen. Also hast du deinen Tod vorgetäuscht und deine Brille bei Cassandras Leiche hinterlassen. Die Brille, die du sonst niemals absetzt. Er war also dort. Hat die Brille abgelegt. Tod nur vorgetäuscht. Damit wir glauben, er sitzt auf dem Stuhl, damit wir das Ritual machen. Sonst hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht. Wow. Schlau. Schlauer Fuchs, aber was ist mit ihm passiert? Und du hast mir das Paket aus Tashiki geschickt, Harry. Dein Bild, den Schlüssel, den Dolch, eine weitere deiner Schnitzeljagd. Er saß also in Tahiti, hat alles vorbereitet, den Dolch, den Schlüssel, alles. Und hat ihr das geschickt, damit sie das macht, das Ritual. Er hat alles so geplant danach. Also er war an dem Thron und hat danach eben den Plan geschmiedet, dass wir das Ritual abschließen. Und ich habe angebissen. Du hast mich auf diese Insel gelockt. Dieselbe Insel, auf der du beinahe den Verstand und dein Leben verloren hättest. Dieselbe Insel, auf der die Mitglieder deiner Expedition ums Leben gekommen sind. Warum hast du mich getäuscht, Harry? Du hast gesagt, du würdest mich niemals belügen. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Warum? Ja, warum hast du mich angelogen? Oder so. Weil ich nur dann leben würde, wahrscheinlich. Es lädt. Entschuldigung. Weil du weißt, dass ich mein Schicksal niemals akzeptiert hätte. Wenn ich dich dafür hätte verlassen müssen, nicht wahr, Harry? Nicht einmal, wenn bei dir zu bleiben einen langsamen und grauvollen Tod bedeutet. Der einzige Weg war, mit meinem Tod vorzutäuschen, damit ich dich verlasse. Und du hast dich für ein Leben ohne mich entschieden, damit ich sein kann, wer ich wirklich bin. Darum hast du versucht, mich zu täuschen. Aber ich kenne dich zu gut, mein Liebling. Okay, wir haben so viele Jahre miteinander verbracht, so viele Momente der Liebe, des Glücks, des Verstehens und der Freundschaft geteilt. Das Leben mit dir war wunderschön. Ich weiß, was du versucht hast, aber diese Entscheidung kannst du nicht für mich fällen, Harry. Entweder nehme ich mein Schicksal an und akzeptiere, was ich schon immer war und lasse dich zurück. Oder ich lehne es ab und kehre mit dir zurück, um die Zeit zu genießen, die uns mit meiner Krankheit noch bleibt. Ich muss eine Entscheidung treffen. Das ist meine Entscheidung. Er hat uns getäuscht. Aber
Er hat es für uns getan, damit wir weiterleben können, weil er wusste, dass ich sterben werde mit der Krankheit. Ich denke, ihr wisst, wofür ich mich entscheiden werde. Ja. Ich lehne mein Schicksal ab und kehre zurück zu Harry. You were right about one thing, Harry. I would never du hattest mit einer Sache recht, Harry. Ich hätte mein Schicksal nie akzeptiert, wenn ich dich dafür really verlassen würde. Ich weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre. Ich weiß, dass das Schicksal mir ein ewiges Leben bietet. Fate has eternal life in store for me. But an eternal life aber ewiges Leben ohne dich ist wertlos. Worthless, bedeutungslos. Genau das. So, also habe ich mich für den langsamen und qualvollen Tod entschieden. Ich kehre nach Hause zurück. Wieder auf der Insel. Wir gehen wieder zurück. Du hast die List angewandt, mich herzulocken. Aber wahre Liebe geht in beide Richtungen. Also treffe ich diese Entscheidung, weil ich dich liebe. Wo ist er denn dann? Er ist einfach vorne irgendwo. Unsere Liebe ist größer als Schicksal, Abstammung oder Schmerz, den ich erleide. Die Zeit, die uns noch bleibt, werden wir zusammen verbringen. Wenn die Zeit kommt, dann ist es deine Hand, die meine halten wird. Und diese wunderschönen blauen Augen werden das Letzte sein, was ich sehe, bevor ich gehe. Er ist auf dem Schiff, oder? Wo ist er? Das würde ich gerne wissen. Gut, das Schiff ist jetzt da, weil sie mich abholen. Die haben ja gesagt, 3 Tage oder so. Die haben ihren Mann also nicht auf der Insel gefunden, Mrs. Everhart. Doch, ich habe ihn gefunden. Aber nicht auf der Insel. Aber was haben sie in den letzten 3 Tagen gemacht? Was haben sie dort gefunden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich die Wahrheit über mich selbst und gleichzeitig den Grund, nach Hause zurückzukehren. Ich fürchte, ich kann dir nicht ganz folgen. Hab sie jemals angelogen, Captain? Geliebt? Hab ich sie jemals geliebt? Nein. Nein, das ist Fiktion. In echten Leben enden wahre Liebesgeschichten nicht mit einer Hochzeit. Sie enden mit einer Beerdigung. Und das Einzige, was diese große Trauer ein wenig mildert, sind die vielen schönen Erinnerungen an das gemeinsame Ende. Ehrlich gesagt habe ich so etwas noch nie empfunden, Mrs. Everhart. Aber wenn Sie Ihren Mann so sehr lieben, ist er ein echter Glückspilz. Und das sind wir beide. Okay, are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, don't forget the harmony. 1, 2, 3. Ja, das war die Story. Wow. Call of the Sea. Ein schönes Spiel. Hat mich echt ja, fasziniert. Ja, und die Rätsel waren zum Teil nicht ohne. Ich habe viel gerätselt, das habt ihr gar nicht gesehen. Außerhalb zum Beispiel der Folgen etc. habe ich probiert. Gerade auch, wo es wirklich anfing, war mit der Orgel. Da hatte ich anfangs so gar nicht durchgeblickt. Ich ganz ehrlich, ich habe so gar nicht durchgeblickt. Habe da probiert und geguckt und gemacht. Hab so gedacht, was wollen die jetzt von mir? Bin extra nochmal gucken gegangen, Ewigkeiten. Bin da rumgelaufen und hab da getan und gemacht. Ja, bis ich es dann endlich so im Kopf hatte, wo ich dachte so, ja, das kann ja nur so sein, mit den Herzzahlen etc. Schon sehr lustig. Dann das Sternenbild
Oder die Sternen, ja. Die Sternbilder. Ah. Da dachte ich echt, oh Mann. Sternbilder nachmachen. Ich habe da immer so mein Problem, ja. Anfangs hatte ich das auch, aber man muss halt gucken. Man muss sich echt konzentrieren. Man muss einfach nur genau die Striche begucken und so. Und dann sieht man das ja auch. Und dann hat das auch ganz gut geklappt. Wir sind ganz gut durchgekommen durchs Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Ein paar Folgen waren es ja dann doch geworden. Das Spiel haben wir erfolgreich beendet. Wie gesagt, ich fand die Story sehr schön. Und meine Entscheidung, ich denke, das war für mich zumindest jetzt die richtige Entscheidung. Unterstützt gerne den Entwickler, wenn ihr es selbst spielen möchtet. Holt euch das Spiel, das ist auch nicht teuer, auf Steam. Und wählt zum Beispiel das andere Ende. Ich habe nämlich keine Ahnung, was dann passiert. Wahrscheinlich landen wir wieder auf der Insel und sind ein Fisch im Wasser. Oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich habe für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Ich hoffe, ihr versteht das. Honey. Liebling, alles in Ordnung? Mir geht das gut, Harry. Keine Sorge. Ich mache weiter. Ja, sie ist todsterbenskrank. Nein, hör zu. Hören wir für heute auf. Du solltest dich nicht unnötig anstrengen. Mir geht es gut, wirklich. Du musst dich ausruhen, Nora. Ich bringe dich ins Bett. Ja. Sie sagte ja, sie wird in seiner Nähe sterben. Das Letzte, was sie ist, was passiert, sie schaut in seine Augen und hält seine Hand. Das ist Liebe. Selbst heute, so viele Jahre später, weiß ich noch immer nicht, ob ich das Richtige getan habe. Am Ende hat es keine Rolle gespielt. Du bist nach Hause zurückgekehrt und hast mir verziehen. Wir sind näher ans Meer gezogen und hatten noch schöne Jahre, nicht wahr? Bis du mich an diesem sonnigen Morgen im März verlassen hast. Ich wünschte, ich könnte bei dir sein, aber das Schicksal hat mich mit einem langen und von Trauer erfüllten Leben gestraft, in dem mir nur die Arbeit blieb. Denn das ist das Einzige, was ich noch habe, mein Liebling. Ah, guck mal. Archäologie. Schön. Schön. Das war das Spiel. Call of the Search. Das Einzige, was ich noch habe. Um als Erfolg bekommen. Call of the Search. Call of the Sea natürlich. Entschuldigung. Ja, vielen, vielen Dank. Vielleicht zeige ich auch nochmal das andere Ende, was dann passiert. Werden wir dann sehen. Mal gucken. Ich hoffe, ich muss die Sternbilder nicht nochmal machen, sonst werde ich wahnsinnig. Aber das zeige ich dann nicht. Vielleicht zeige ich euch noch das andere Ende. Wenn es euch interessiert, mache ich das. Dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne Liebe da in Form von Likes und Kommentare, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dankeschön. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.